Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder, Vanessa, und ich bin heute hier in den Räumlichkeiten des Vereins Typisch Deutsch mit den Gründern dieses Vereins. Wer seid ihr denn? Stellt euch doch mal vor. Ja, also mein Name ist Tazen Tatlıcı und ich bin Typisch Deutsch. Ja, mein Name ist Pastor Joshua. Ja, im Rahmen unseres heutigen Treffens hier waren wir gestern auf der Straße unterwegs und haben Leute mal befragt, was für sie typisch deutsch ist. Und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Wir haben so ein paar Statements zusammengeschnitten und mal sehen, was ihr dazu sagt. Disziplin und Ordnung, das ist typisch deutsch. Und ich mag das. Wir werden ja oft halt beschimpft als Ausländer. Und dass wir uns halt asozial benehmen, oder? Das kommt natürlich auch darauf an, wie Migranten sich verhalten. Aber im Gegenzug müssen dann Deutsche auch eben anerkennen, dass sie auch ein Teil des Volkes sind. So. Lustig, traurig, erschreckend, eigentlich alles auf einmal. Aber vieles davon habe ich eigentlich auch schon gehört. Also war mir auch schon bewusst, dass die Menschen das so sehen. Meistens ist halt typisch deutsch sein oder allgemein deutsch sein negativ behaftet. Das ist ein sehr gutes gesellschaftliches Bild, darstellt dieses Video, wie die Menschen das sehen. Und dass gerade aus dem Grund wir uns dafür engagieren, dass das Thema deutsch sein neu definiert werden muss. Vor allem, dass wir wegkommen von dem, was wir auch in dem Film gehört haben, dass die Leute sagen, ja, also wenn man mich akzeptieren würde, dann würde ich ja auch sagen, dass ich Deutscher bin. Aber darum geht es gar nicht. Also mal ganz abgesehen davon, was andere von dir denken, dass du selbst verstehst, dass du Teil davon bist. Und dass egal, wie viele Menschen dir sagen, dass du nicht dazugehörst, dass der Fakt einfach so ist, dass du ein Teil davon bist. Nun, wir müssen mit allem, mit dem positiven wie mit den negativen Dingen in unserer Gesellschaft lernen umzugehen. Und natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, die vielleicht auch an manchen Punkten miteinander kollidieren. Ich muss nicht richtig heißen, was jemand anders tut oder an was jemand anders glaubt. Aber ich muss lernen, mit dem Menschen umzugehen und die Stärken des anderen zu sehen und aus diesen Stärken zu schöpfen. Und das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss für sich selber. Und ich weiß, dass ganz viel Frustration herrscht auf beiden Seiten, sowohl bei den Altdeutschen als auch bei den Neudeutschen. Und ich bin der letzte Mensch, der sagen würde, wir müssen das einfach irgendwie wegwischen. Also man muss darauf eingehen, deswegen sage ich, wir müssen dahin gehen, wo es weh tut. Und wir müssen auch mit den Menschen reden, denen wehgetan worden ist. Und dazu gehören natürlich auch Menschen, sage ich ganz klar, die zum Beispiel Sarrazin-Anhänger sind. Die haben ganz, ganz reale Ängste. Und wir müssen mit diesen Menschen sprechen. Wir müssen hören, was sie uns sagen. Wir müssen ihnen klar machen, dass wir ihnen nichts wegnehmen, sondern dass wir nur etwas dazu addieren möchten zu unserem schönen Land.